Wunderbar, welche, die einen Pre-Pull-Timer machen. Mittlerweile klappt das relativ gut, ne? Am Anfang von dem Addon haben die Leute nie die Timer geschmissen, aber jetzt, muss ich sagen. Die kannst, theoretisch kann ich sie stehen lassen, aber die adden eh die ganze Zeit, deswegen nehme ich die jetzt mit hier. Ich kann es da eigentlich gleich dann weiterpullen. Hütet euch. Das ist zu weit entfernt. Dem kann ich eigentlich das Ding mal runternehmen. Das ist. Ah, der. Sie haben ihn nicht interrupted. Oh mein Gott. Warum? Warum? Wir haben halt vier Leute, die interrupten können und keiner hat es halt geschafft, einen Interrupt zu drücken. Ja, man hat einen Hunter und einen Rogue dabei, ne? Also eigentlich, wenn die nur ein bisschen hochschießen, dann sollte es eigentlich gar kein Stress sein. Muss irgendwas nochmal mit den Balken machen, das ist ziemlich nervig. Das klappt noch nie so ganz, wie ich mir das vorstelle. Hütet euch. Den noch dazu. Dann die zwei unteren und dann Trigger mal mit dem, mit den Ele. Ah, ich kann jetzt nicht mehr interrupten. Ah, er hat sich stunnen lassen, das war nicht gut. Hat er sich einfach stunnen lassen. Hütet euch. Wollen wir den einen jetzt mal killen? Hier, kein Interrupt. Okay. Sie dürfen halt bloß nicht die zwei Kleinen gleich vorher töten, weil sonst könnte das ein wenig eklig werden. Hütet euch. Achso, wie sieht es mit dem Heiler-Mana aus? Ich muss mir den mal wieder ins Fokus nehmen, weil das. Ich habe immer eine falsche Anzeige. Ne, im Moment sieht's gut aus. Im Moment ist meine Anzeige richtig. So. Der muss halt gefokust werden. Weil sonst haben wir das Reaping mit Elementar und dann wird's halt richtig ätzend. Das willst du nicht. Und vor allem das will ich nicht, dass ich runtergenockt werde. Ich hab's mir gerade schon gedacht, dass das passieren wird, aber ich hatte meinen kurzen Charge ready. Dann geht das. Hütet euch. Ah, ich muss mich andersrum hinstellen. Ich will nicht in die Kacke reingekickt werden. So, warte, den display ich aber tatsächlich. Ich muss es leider immer noch manuell drücken. Oh, Kacke. Alter Schalter. Jetzt musste ich aber gerade meine CDs noch ganz schön bemühen, ne? Was macht der denn? Du, diese dummen Hunter mit ihren. Hat er einfach den Trash mitgepult? Du overcaps halt hier eh. Ach. Hat er die noch mitgezogen, alle? Ich brauche unbedingt ein Dispel. Okay, ja, Dispel zumindest. Hast du das gesehen? Der war richtig reingeschossen. Gut, aber das kann mal passieren, ne? Der volle Lotze hat er da in die zwei Mobs noch reingeschossen. Hast du halt noch mehr Voids. Okay, ich habe erstmal alle outgedps mit 60k. Da siehst du mal. Ich habe alle stehen lassen vom Schaden. Deswegen meine ich, mache ich als Guardian mehr Damage tatsächlich. Also E-Schaden als das Katze. Traurigerweise, ne? Traurigerweise. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel Burst-DPS das waren. Ist aber auch relativ irrelevant. Komm. Wir nehmen den weg. Der wird eh wieder geaddet. Ich sehe das schon kommen. Nee, tatsächlich keine Eintastenrote, Anti. Das hast du wenig Ahnung. Da hast du wenig Ahnung. Na komm, hier interrupten wir den noch. So, jetzt schauen wir mal, ob gleich alle vorbeikommen. Bin gespannt. Das ist
es nicht, diesen heiligen Ort mit eurer Anwesenheit zu schänden. Schwellt an, ihr Wasser. Erhebt euch und löscht diese Eindringlinge aus. Okay, was haben wir auch am Start? So, jetzt wird's interessant, ob es alle Leute hinkriegen. Oh, ich habe ein Standbild. Oh nein, ich habe ein längeres Standbild. Okay, jetzt geht's wieder. Was ist denn das mit diesem M Plus und diesen Kack-Standbildern? Keine Ahnung. Eine halbe Taste, ja. Ich muss die Taste nämlich nur halb drücken. Ich hoffe, dass alle den Charge ausweichen können. Das ist halt schon mal richtig wichtig. Nicht, dass wieder eine Hunter, der das letzte Mal runtergefallen ist, ne? Das war nie so gut. So, Ansturm, alle weg da. Schade, dass mein Ansturm nicht so toll ist. Nee, ich bin im Moment, bin ich bei Vodafone, beziehungsweise ich bin ursprünglich bei Kabel Deutschland gewesen, ne? Und das gehört jetzt mittlerweile zu Vodafone, aber nicht über DSL, sondern über... quasi über Kabel. Da ist natürlich das die ganze Zeit so blöd im Bild, ne? Muss bloß schauen, dass ich alle einmal... Ja, der eine wird jetzt hierher chargen, aber ich lasse mich jetzt von dem einen treffen. Egal, dann kriege ich den nämlich auf jeden Fall. So, den anderen habe ich jetzt auch. Perfekt. Passiert nichts. Nichts ist bitterer, wenn dir der eine Dude hinten den Heiler wegschießt. Ne? Da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich immer alle drei bekomme. Das hatte ich leider hier auch schon mal. Da habe ich einen angetankt und die anderen haben den Heiler zerrupft. Musst du echt gucken, aber du lernst aus solchen Fehlern. Ja. Oh shit, der lebt ja noch. Ich wollte wollt schon weiter pullen. Aber ja, das wäre jetzt fast fast ein wenig ungünstig gewesen. Bloß er nimmt mir den Slow nicht weg, ne? Ich glaube, ich kann ihn mir aber auch nachher shapeshiften, sobald der Boss weg ist. Komm, den killen wir. Bevor. Oder nicht? Gehen die Dinger noch durch? Okay. Einfach weiter pullen, ja. Auf geht's. Was soll der Geiz? Blöden Runentypen da, echt. Komm, interrupted ihn, dass er rauskommt aus der Rune. So, und jetzt stellst du dich so hin, dass du quasi in der Rune stehst und ihn DPSen kannst. Die zwei haben es nicht gecheckt, ne? Du kriegst nämlich hier diesen Buff, 25% mehr Tempo. Deswegen stelle ich ihn extra so hin, dass wir mehr drauf DPSen können. Er steht halt draußen, ne? Muss ich auch nicht verstehen, solche Leute. Ja, jetzt macht er seine Winde in der Rune, ne? Blöd. Na gut, den hätte ich jetzt eigentlich dispeln können. Hätte ich machen können. So, wie viel bringen die denn 1, Ding? Ne, wir werden unten triggern. Lauf, macht einer einen Stun? Oh. Ah, fuck. Er hat jetzt halt ewig gewartet mit seinem Stun. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Leute, die ihre Tasten drücken. Ja, komm, ich zieh die zwei Gammler mit. Ich könnte eigentlich hier auch immer zwei Gruppen zusammenpullen, vor allem von den Gammligen. Aber man weiß ja nie, ne? In der Gruppe werden wir Reaping triggern. Müsst ihr am besten die ein bisschen hochziehen. Hütet euch. So, mit dem nächsten Mob haben wir das Reaping am Start. Shit, jetzt hat er mir den Debuff nur mitgegeben. Das ist ja gut, 10% ist halt jetzt auch nicht so krass.
Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ah, diese Heilglocke ist schon nett. Ja, aber bei dem Boss verpeile ich das auch immer, ne? Der Boss verschwindet komplett, oder die drei Typen sind tot, dann ist er halt weg. Dann denke ich jedes Mal, okay, jetzt ist Feierabend, weiter, ne? Du wirst ja das Tank auch hinne machen. Und dann ist aber es jedes Mal ein bisschen anders. Wir pullen die schon mal um die Ecke. So, ich hoffe, dass diesmal das alle mit der Rune checken. Ich wollte gerade die da rausziehen, ne? Ach, der Reaping Mob ist immer noch am Leben? Ernsthaft? So, in die Dings rein. Ja, okay, der weiß, was er tut. Der muss in die Rune rein. Schön. Weil vorher hatte ich ja die Gruppe, da sind alle drei DDs gestorben, weil sie einen Strahl hatten und nicht in die Rune gelaufen sind, ne? Das ist natürlich blöd, wenn du das nicht weißt, was du machst. Komm raus da. Du kannst dich halt hier mit der kompletten Mannschaft in die Rune reinstellen und den Boss draußen, dann ist das halt gar kein Stress. Silver, hey, grüß dich. Ich vertraue jetzt diesmal einfach auf den DH, dass er, der macht immer den ersten Stun, dann mache ich dann quasi danach mein Desorientieren rein. Bloß wenn er den Stun jetzt mal nicht drückt und ich drin stehen bleibe, dann bin ich halt am Arsch, ne? Also da müssen wir jetzt halt so ein bisschen drauf vertrauen. Aber er scheint immer den ersten Stun zu machen. Naja gut, jetzt hat er zweimal 100% mehr, jetzt kicken wir sie mal. Eigentlich müsste ich jetzt weglaufen, aber egal. Wir machen ihn einfach hier auf der Brücke. Und diesmal pulle ich die Putt her. Keine Ahnung. Hütet euch. Ich pulle die Putt beim nächsten Mal her. Ich pulle sie am besten auch ein bisschen zurück. Nicht, dass es wieder so schief geht wie bei der anderen Gruppe, wo dann alles kam. Weil sie die Mobs nicht abgeschossen haben. Die Kleinen laufen halt blöderweise dann immer weg. Aber der Pala ist gar nicht so schlecht, so jetzt. Ja, schau, der macht immer den ersten. Okay, dann brauche ich da echt nichts machen. Der kriegt es anscheinend hin. Das desorientieren wir mal. Schnell! Haltet sie auf, bevor die Flotte verloren ist. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Pull die jetzt absichtlich ein bisschen. Ah, fuck, wir haben so viele. Absichtlich ein bisschen zurück. Weil die laufen dann wieder in alle Richtungen weg. Und dann wird es nämlich immer interessant. Mit glimmender Bild. Du sagst mir jetzt überhaupt nichts. Ich kenne mich mit Palaheal gar nicht aus. Was heißt das? Macht er damit. Ne, Schaden macht er damit keinem. Dafür gehört er schon geknuddelt. Warum ist das gut? Ich Palaheal wirklich. Ich habe keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt haben wir gleich wieder Reaping. Wir triggern halt mit den Mobs Reaping, ne? Erhebt euch, Gefallene. Ja, jetzt werden wir halt richtig viele Reaping-Mobs haben hier. Ich werde so schnell hochstacken. Scheiße. Bin jetzt halt schon wieder auf 20. Kann der jetzt gerade nicht durchlaufen? Ich hoffe, der Heiler dispelt mich schnell. Okay, der Hand hat einen Pfeil geschmissen. Perfekt. Ja, aber der Heiler, der macht seinen Shit gut. Er dispelt. Es ist ja nicht schwierig, er muss ja halt nur die Dispel-Taste drücken, ne? Aber er macht's halt. Er macht's halt auf Cooldown wahrscheinlich. Und das Loft ist halt gut, ja. Kann man das anders sagen. Schauen wir mal. Jetzt kommt der interessante Boss. Achso, wenn du 2 oder 3 Mal den Trade hast. Gut, ich kenne mich mit Heilern allgemein nicht aus und mit dem Pala im Besonderen erst recht nicht, ne? Pala Heal habe ich auch noch nie gespielt. Druid Heal habe ich schon gespielt. Priest Heal habe ich schon gespielt. Jetzt nicht in den Boss reinlaufen.
will ihn vielleicht ein bisschen. So. Jetzt kommt's drauf an, ob sie kicken können oder nicht. Ich habe ihnen geschrieben, dass sie Hero hier ziehen sollen. Macht er denn? Warum geht er denn auf den Dude? Oh mein Gott, sie sollen. Ich soll den hier killen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Okay. Ja, jetzt stehen die Bosse blöderweise auch in der Rune drin. Das habe ich jetzt nicht gut gespielt. Das habe ich jetzt nicht gut gespielt. Ah, perfekt, ich konnte resetten. Muss der eine bloß rausgehen? Mal kicken. Ich habe mich vorher einmal erwischen lassen von dem Hit. Von dem Slow. Ah, fuck, da habe ich jetzt eine Wand an Knubbeln. Oh, fuck it. LOL. LOL. Wie viele Dinger sind denn da auf einer Seite jetzt? Das ist auch noch nicht gesehen. Wir waren komplett eingebaut. Deswegen habe ich jetzt mit einer Wall bin ich jetzt einfach durchgelaufen. Aber das war ja jetzt gerade hier richtig eingebaut. Ich könnte halt den... Muss ich weg. Hilft nichts. Lauf. Sind das mehr als sonst oder kommt mir das nur so vor? Wir haben 4 Stacks, ne? Das ist halt nicht gut. Interrupted, bitte. Okay, ich hab's nochmal resettet. Ich hoffe, die anderen haben jetzt auch alle resettet. Ja, kommt raus. Das ist halt wieder in der Speed-Rune, ist er halt jetzt am Anfang drin. Komm, jetzt tank ich ihn durch. Mal außenrum. Ja, jetzt hast du keine Gefahr mehr. Ich hätte eigentlich... Warum habe ich den nicht gezogen? Shit, da ist die Rune, die habe ich jetzt nicht gesehen. Ich sollte nicht einen Chat lesen, während ich bei dem Fight bin. Ach, die kommen? Bist du dir sicher? Aber du musst sie ja kicken. Es bleibt dir ja nichts anderes übrig. Sonst stackst du dir den Scheiß hoch. Lauf! Also, dir bleibt ja nichts anderes übrig, außer zu kicken, oder? Oder gibt es da eine andere Taktik, die mir nicht bekannt ist? Weil klar, du kannst halt mit der Rune hier, kannst du die Stacks resetten, ne? Aber besser ist es halt, wenn du sie einfach immer richtig kickst, den Boss. Also, ich muss sagen, mit der Random-Gruppe finde ich den Boss tatsächlich immer am schwierigsten hier. Ach so, okay, deswegen brauchst du nicht kicken. Ja, aber also ehrlich gesagt, checken die wenigsten, dass sie mit der Rune resetten können, muss ich sagen. Also ich habe da kaum Leute gesehen, die reindippen. Aber natürlich, dann kickst du da am besten nicht, ne? Aber gut, jetzt haben wir schon mal den gammeligen Boss geschafft, wobei die anderen auch nicht viel besser sind, wenn die Leute nicht checken, was sie tun. Nice, ich kann das mit dem Knockback konnte ich dem seinen Spell interrupten. Hat nicht gedacht, dass das funktioniert, das war jetzt auf so gut Glück mal versucht. Ich wusste echt nicht, dass das geht. Warte, kann ich es mit dem Desorientieren auch machen? Oh, ich bin... Ne, wir haben es abgekriegt. Wollte gerade sagen, ich bin eine Legende, aber es war so eine Millisekunde zu spät. Komm, den ziehen wir da mit rein, scheiß drauf. Oh, es interruptet halt keiner. Das ist jetzt nicht gut. Das ist... Oh mein Gott, wie haben wir denn jetzt geedit? Ja, das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Hütet euch. Alter. Ich habe jetzt halt nichts mehr. Interrupten. Wir haben schon 4...
Oh mein Gott! Sie ignorieren ihn halt komplett. Ich habe nichts ready, um... Kann ich nochmal desorientieren? Nee, ich habe halt nichts mehr. Ich kann nochmal kicken. Wir haben 5 Stacks, ne? Ach komm, wie kacke seid ihr denn? Interruptet halt den scheiß Typ. Ich hasse euch. Wie viele Interrupts soll ich denn noch spammen? Also keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich mit allem, was ich kann, interrupted, ne? Ich glaube, ich habe jetzt 6-mal interrupted hier in dem Dings. 2-mal mit meinem normalen Interrupt, 2-mal mit meinem Desorientieren und 2-mal mit dem Knockbacken. Und sie machen halt einfach gar nichts. Weißt du, du hast einen Hunter dabei, du hast einen Rogue dabei. Und was ist der andere noch? Ein Demon Hunter. Cooldown. Ja, du kannst auch mit Stun interrupten. Weiß ich nicht. Der eine Typ ist da hinten, hat noch reingehatscht in die anderen Mobs. Beste Salz beim Freihafen, ja, definitiv. Ja, weiß ich nicht, aber noch sieht's nicht ganz so schlecht aus. Ich hab schon gewusst, warum ich die linke Gruppe hier gemacht haben. Soll ich halt meine Dings auch noch rausgehauen? Nee, damit kann ich es nicht interrupten, okay? Also wirklich tatsächlich nur mit... Ach, schau mal, jetzt kommen sie auf einmal, die ganzen Interrupts, ne? Jetzt, wo ich es angeschaut... Ach, auf einmal! Ich habe mein Interrupt überhaupt noch nicht benutzen müssen. Ich habe extra einen Totenkopf auf dem Mob schon gemarkt. Wenn wir mal überlegen, wie viel Trash haben wir denn schon? Wir sind bei 76... Tatsächlich noch gar nicht so viel, um ehrlich zu sein. Hütet euch. Ich glaube, wir müssen gar keinen Death-Skip machen. Oder? Wie viel hast du denn hinten noch? Ja, sonst addest du halt hier in den halben Laden immer. ...74 haben wir. Ja, wir müssen tatsächlich noch Mobs machen, ne? Also... Ah, shit. Mit ihrem Kack durchgekommen. Hab sie beide weggenockt, aber es hat halt nicht ganz gereicht. Hat die nicht interrupted. Erhebt euch, Gefallene. Würde jetzt eigentlich in die hier noch die eine Gruppe reinziehen, aber ich weiß nicht, ob wir das packen. Mach's lieber safe. Keine Ahnung, wir haben jetzt nur 17 Minuten. Also wenn wir es jetzt nicht ganz verkacken, müsste das eigentlich ausgehen. Lustig, dass die Tentakel hier mitlaufen dann. Komm, die ziehen wir jetzt ran hier, das müsste eigentlich gehen. Ich hoffe, das war jetzt keine dumme Idee. Ich weiß ehrlich gar nicht, was die hier Gruppen eigentlich so richtig können, weil ich die jedes Mal... Okay, wir müssen die auf jeden Fall jetzt gleich hinterziehen. Wir müssen die hinterziehen. Sonst adden wir die anderen, dann wipen wir. Weil ich die jedes Mal gedeskippt oder gedingst hab, ne? Fuck, jetzt breft er hier rein. Da steht halt nur einer da hinten.
Wir wollen jetzt nur 16%, ne? Okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Im ersten Moment sind sie zurückgelaufen und dann kamen sie doch. Ich glaube, dann haben wir aber zu viel Trash tatsächlich. Ich kann nochmal desorientieren. So ein Mastern von dem DH wäre auch mal schön, ne? Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Komm, ich kann nochmal meine Glocke reinhauen. Aber dann brauchen wir... Also ich glaube, das war zu viel. Die hätten wir jetzt echt skippen können, ne? Das war jetzt tatsächlich zu viel. Weil wir haben jetzt quasi noch die kleinen. Eine Seite, die wir machen. Dann musst du ein Aale-Pack machen. Und dann musst du noch... Und dann hast du die da in der Mitte stehen. Schauen wir mal. Hier ist immer ein Desorientieren ganz gut, weil dann hast du alle Casts einmal interrupted. Gut, ohne Trash-Buff ist das eigentlich auch witzlos. Obwohl, ich glaube, so hart overcappen tun wir gar nicht. Ich habe denen gerade geschrieben, dass er die Leute DPSen sollen, ne, die übernommen werden. Ashara verleiht uns die Macht dafür. Ich hoffe, dass sie das machen, was ich schreibe. Weil beim ersten reichen meistens die Kugeln nicht aus. Eigentlich hätten wir hier HT ziehen können. Hier, den Übernommenen, den musst du DPSen. Warum läuft denn der andere in die Kugel rein? Was macht denn der DH? Der klaut dem einen die Kugeln. Müssen den DPS... Oh, fuck. Die sind solche Vollidioten, er darf nicht durchcasten. Oh, mein Gott. Der eine hat halt die Kugeln gesoakt. Ich weiß nicht, was er da macht. Aber das ist halt das Dümmste, was du tun kannst. Nein, tu doch die Kugeln nicht. Oh mein Gott, wir müssen halt den nächsten Übernommenen. Ich hasse euch. Ich muss meine CDs für den nächsten Übernommenen aufsparen dann. Ja, das reicht nämlich nicht, wenn du die Kugeln alle wegclearst. Hütet euch. Dann kann das echt blöd ausgehen. Am besten clearst du sie halt nicht weg. Die kannst du halt ganz easy kiten. Ich weiß ja nicht, warum die jetzt hier die Kugeln extra clearen. Weil wenn einer übernommen wird, dann kämpft er auch die ganze Zeit gegen dich und das ist übelster Rotz. Hütet euch. Nein, sorg doch die Kugeln nicht, Bro. So, jetzt haben wir genug. Jetzt kann eigentlich nichts passieren, dass der nächste Übernommene, dass er das nicht hinkriegt, sich selbst rauszuholen. Passt. Ich war halt letzte Woche hier drin. Oder was ist die Woche? Ich weiß gar nicht mehr. Und dann haben es die Leute halt so verkackt, weil sie halt nicht geschwenkt sind. Und die Kugeln reichen halt leider nicht ganz. Lass erstmal noch ein paar Eier sammeln. Machst du mit den Eiern Gold? Na komm, kickt ihn, sonst komme ich da nicht mehr ran. Hütet euch. Naja, jetzt wird nur einer übernommen, egal. Da haben wir den auch noch. Perfekt. Hier darfst du, glaube ich, nicht zu früh ins Wasser springen, ne? Letztes Mal habe ich mich hier stunnen lassen, weil ich zu nah an so einem Fisch dran war. An so einem Jellyfish.
Gut, wir haben jetzt nur 6%. Ich denke mal, wir kommen sogar relativ gut hin, ne? Mit den Prozenten. Ich glaube, so 4,5 kriegst du mit der Endgruppe. Sollte vielleicht ein bisschen warten, weil das ist hier nämlich auch schon in die Hose gegangen, dass ich die Dings hier gepullt habe. Der Heiler noch nicht da war. Und die machen relativ viel Schaden, wenn sie dich halt hochstacken, ne? Und ich kann halt erst von ihnen richtig weglaufen, wenn ich auf dem Land bin, um den Debuff hier auslaufen zu... Okay, er ist ausgelaufen. Perfekt. Ich kann sie dann jetzt hier einmal wegnocken, sollte es zu hoch stacken. Mal gucken, was die bringen. Wahrscheinlich so 3% die Gruppe, schätze ich mal. Dann sind wir wahrscheinlich so 2-3% nur im Overcap. Jetzt kicke ich sie mal einmal alle weg. Deck ist ausgelaufen. Perfekt, 3%. Der eine geht gerade durch. Okay, passt. Theoretisch kann ich den einen halt immer kiten, ne? Wenn ich halt hier im Kreis laufe. Jetzt tun wir den mal unterbrechen noch. Ah, der eine hat sich hochgehalten. Weißt du, das sind schon echt solche Gammler. Interrupten, interrupt. Der nächste halt sich halt hoch. Das gibt's doch nicht. Die. Kann man denn so kacke sein? Komm, ich. Ich kite den jetzt nicht in Nudel hier mit drauf. Ja. Aber wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit, 10 Minuten, dann können wir sogar einmal wipen. Komm, ich nehme jetzt den mal sein Ding rund. Okay, nein, ich muss ihn doch kiten, das hilft nichts. Ich dachte mir, dass ich jetzt vielleicht einmal durchziehe. War eine blöde Idee. Der haut echt gut rein. Jetzt haben wir nochmal Reaping, ne? Tatsächlich, stimmt. Hat er sich jetzt wieder... Kommen die eigentlich hier rein? Ich glaube, ich habe hier noch nie Reaping getriggert, hier drin in dem Raum. Bitte interruptet ihn jetzt. Na, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Mobs hier reinkommen. Oder wie das Loft. Da draußen haben wir auch noch ein paar gekillt. Jetzt habe ich mir mal. Ich spare mir meine Dings mal auf. Wahrscheinlich sind wir jetzt die ganze Zeit in Combat. So, 9 Minuten haben wir jetzt für den Endboss. Und wir haben HT. Also eigentlich kann das nicht schief gehen. Mana schreibt er. Ja, schon klar. Ist schon klar. Ich habe mein Eier-Makro hier noch drin, sehe ich gerade. Ja, dann setz dich da auch hin und dreck. Let's go. Er schreit erst wegen Mana. Und dann dreckt er nicht. Ja gut, auf geht's, komm. Ah, nicht verstehen. Ja, jetzt hätte er alle Zeit der Welt, sich hinzuhocken. Macht er aber nicht. Ich spiele jetzt mal passiv hier bei dem Boss. Ich spiele auch in der Zwischenphase passiv. Was denkt ihr, wie viel DDs werden rippen durch den Einschlag? Ich glaube, einer oder zwei werden rippen, aber ich habe einen Battle Rats ready. Hier muss der Heiler einen Ticken warten. Hier habe ich nämlich auch schon Heals gesehen, die als erstes hingelaufen sind in den Mob und instant weggenutzt wurden. Also ich meine hier diese Einschläge, was diese Tentakel machen. Das ist eigentlich relativ einfach auszuweichen, ne? Aber da habe ich leider oft genug gesehen, dass die Leute sich wegnutzen lassen haben. Und naja. Also ich auch bei anderen Sachen passiv bin. Anti find's heraus. Hätte ich jetzt gesagt. So, jetzt hier HT. Ah, okay, sie ziehen HT, perfekt. Sie müssen interrupten, sonst bringt das ganze HT nichts. So, jetzt mal gucken, ob der Hunter durchzieht oder ob er die Ads macht. Okay, das juckt ihn nicht. Das wird ein ganz schönes Desaster. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Ja gut. Krieg die Ads nochmal weg. Habt ihr den Move gesehen?
Aber bis jetzt hat sich noch keiner wegdrescheln lassen, ne? Von den... Ich ziehe ihn jetzt ganz hinten in die Ecke und dann gehe ich wieder zurück. Kleines Mädchen. Lauf! So, Caesar wird alle schön hinten abgelegt. Das war nämlich der Plan. Geht aber halt nur, wenn du auch einen Typhoon hast. Okay. Raus aus dem... aus dem Shit. Wir müssen noch eine Phase spielen. Nicht genug Damage. Damage. Fuck, jetzt hab ich fast da in die Dinge reingelaufen. Legt er das halt in meine Laufrichtung. Bin hier schön am Bett paggeln. Pala macht verdammt viel Damage, sehe ich gerade, ne? Okay, die gehen erst auf den anderen. Der damaget mich halt einfach aus. Zeigt mir schon, das Edge stirbt so schnell, ne? Ich spiele halt ewig vorsichtig. Und dann kann er halt auch durchbredeln. Fährt halt 15k DPS. Also, Respekt echt, muss ich sagen. Nicht schlecht. Baller ist gut. Aber ich spiele auch passiv, der muss mich halt kaum heilen, ne? Ja, jetzt ist die Frage, machen sie die jetzt? Dann haben wir nochmal eins mittig und ziehst sie jetzt an den Rand. Hau die nochmal weg. Die werden jetzt halt gleich durchgehen. Ich zieh mal noch die Wall. Der Fluss nicht zu weit raus, ich weiß halt nicht, wo der Boss resettet. Wunderbar, da haben wir es, Achievement. Ich, also wie gesagt, dass ich das heute Abend noch fertig mache. Was, der kriegt einen Buff? Oh, wusste ich jetzt nicht. Die in der Schuhe, die brauche ich tatsächlich nicht. Guck mal, ob er da bessere hat. Die wären cool, die Handschuhe. Danke, Helden. Ihr habt den Schreibt jetzt leider nichts, der Rogue. Ich hätte die ganz gern, die Hände. Die wären nämlich ein Upgrade für mich. Ach, den... Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich habe hier noch nie Heiler gespielt. Gleich nochmal ein bisschen. Er ignoriert mich einfach. Ich liebe das, weil so random Gruppen. Weißt du, ich gebe mein Loot immer gern ab. Na, Boralos weggeteleportiert. Extra auf Englisch geschrieben. Silvermond, dachte mir so, hm. So. Ah, okay, der hat es dem anderen gegeben. Alles klar. Gut, dann wären wir jetzt damit fertig. Mit dem Run. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.